bin Mas'ud, radiallahu an, er sagt uns hier, der Thron befindet sich über dem Wasser. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist über dem Thron. Lasst uns das richtig verstehen, liebe Geschwister. Wenn wir sagen, Abdullah ibn Mas'ud sagt dieses, dann aus eigenem Gelüst heraus, sagt Abdullah ibn Mas'ud dieses, ohne dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das ihm beigebracht hat? Antwort, na, niemals. Weil wir haben gesagt, das gehört zum verborgenen Wissen. Deswegen sagen die Gelehrten, diese Überlieferung hat den Sinn von Marfu' erhoben. Zu wem? Zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weil niemals ein Sahabi dieses sagen würde. Niemals würde ein Sahabi dieses tätigen an Aussage, außer dass er es vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam gelernt hat, liebe Geschwister. Und deswegen ist dieses so wichtig, dass der Muslim Grundregeln in der Religion versteht. Warum? Weil es gibt Leute heute, der sagt dir, ja, schau mal, der Gelehrte sagt so und der Gelehrte sagt so und der Gelehrte sagt so. Wir sagen ihnen, schau mal, wir machen dir die Sache einfach. Das meiste Wissen über Allah hatte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er hat dieses Wissen den Sahaba radiallahu anhum beigebracht. Okay. Wenn jetzt Abdullah ibn Mas'ud uns sagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala über dem Thron ist, wer hat eine höhere Aussage von den Sahaba radiallahu anhum in diesem Fall? Wer? Gibt es jemanden, der Abdullah ibn Mas'ud widersprochen hat von den Sahaba radiallahu anhum, dass Allah subhanahu wa ta'ala über dem Thron ist? Antwort, nein. طيب. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ثم استوى على العرش. Er hat sich über seinen Thron erhoben, und zwar auf majestätische Art und Weise. طيب. Erstmal hier wird falsch übersetzt, auch in Büchern. In manchen Koranübersetzungen findet man, dass manche, die sich versucht haben anzustrengen, aber trotzdem hier falsch übersetzt haben, man sieht oder liest, dass sie schreiben, Allah sitzt auf dem Thron. Diese Übersetzung ist katastrophal, liebe Geschwister. Weil wir hier eine falsche Akida bekommen würden über diese Übersetzung. Warum? Weil wenn wir sagen, Allah sitzt auf dem Thron, dann haben wir Allah abhängig gemacht von was? Von einem? Von einem? Allgemein von einem Geschöpf. Ist Allah abhängig von einem Geschöpf? Antwort nein. Deswegen, dass du alleine sagst, Allah sitzt auf dem Thron, heißt, dass in deiner Akida etwas falsch ist. Weil du hier Allah subhanahu wa ta'ala eine Abhängigkeit zu seinem Geschöpf. Und braucht Allah irgendetwas? Allah braucht gar nichts. Deswegen sagen wir, der Name As-Samad, was bedeutet Allahu Samad? Wer sagt mir, was bedeutet der Name Allahu Samad? Ahmed? Der Unabhängige. Ja, was, wie können wir das beschreiben? Wie können wir das beschreiben, Hassan? Der von der Schöpfung unabhängig ist und für die Schöpfung abhängig, also von der Schöpfung von ihm abhängig ist. Ja, du meinst das Richtige. Alles ist abhängig von Allah. Und Allah subhanahu wa ta'ala braucht aber nichts von all dem. Das ist As-Samad. Wenn wir aber sagen, Allah sitzt auf dem Thron, möge Allah uns bewahren. Und hier kommt das Problem, schaut mal. Weil manche Leute diese Grundregeln angewendet haben, die wir gelernt haben? Antwort nein. Sie haben sofort verglichen, dann haben sie gesagt, ja, wozu denn ein Thron? Wozu braucht Allah einen Thron, wenn er nicht darauf sitzt? Was hat er hier in diesem Falle gemacht, diese Person? Was war sein grundlegender Fehler? Na? Er hat verglichen mit wem? Mit der Schöpfung. Mit der Schöpfung. Tayyib. Braucht ein Mann eine Frau? Antwort. Ich sehe, ihr seid sehr zurückhaltend. Also, wer nicht verheiratet ist, sagt in der Regel ja. Und wer schon verheiratet ist, sagt auf keinen Fall. Auf jeden Fall. Ein Mann braucht eine Frau. Allgemein. Braucht Allah eine Frau? A'udhu billah. Die Menschen lieben es, Kinder zu haben. Braucht Allah Kinder? Antwort nein. Ein Mensch muss essen. Muss Allah essen? Ein Mensch muss schlafen. Muss Allah schlafen? Nein. Weil wir niemals vergleichen mit der Schöpfung. Subhanallah al-Azim. Stellt euch vor, Allah hätte diese Schwäche oder diese Mängel. Wäre er dann ein Gott? Natürlich nicht. Aber Allah azza wa jal braucht nichts und niemand. Aber alles braucht ihm, subhanahu wa ta'ala. Deswegen ist er unser Herr. Genau deswegen ist er unser Herr, liebe Geschwister. Tayyib,
Allah subhanahu wa ta'ala ist über seinem Thron. Und er sitzt nicht auf dem Thron. Und das ist der Fehler, den die Leute gemacht haben. Sie haben gesagt, ja, wenn Allah einen Thron hat, dann wozu hat er einen Thron? Er muss doch auch darauf sitzen. Antwort nein. Antwort nein. Hier haben wir Allah subhanahu wa ta'ala etwas zugeschrieben. Auch die Fragestellung, wir wissen, jede Nacht kommt Allah subhanahu wa ta'ala zum ersten Himmel herunter. Richtig? Und er sagt, wer von meinen Dienern bittet mich um etwas, dass ich es ihm erfüllen kann. Tayyib. Das ist eine wunderschöne Überlieferung. Eine Frage, wie kommt Allah subhanahu wa ta'ala runter? Kennen wir die Antwort? Wir kennen sie nicht. Was passiert, wenn wir uns selber einbilden, wie ein Mensch herunterkommt? Dann werden wir hier wieder was? Vergleichen. Und das ist der Fehler. Wenn du diese Fehler nicht machst, dann hast du keine Versuchung in deinem Kopf. Allah ist über den Thron. Wie ist er auf der Leiter? Möge Allah uns bewahren. Das ist unser Verständnis. Aber das Verständnis von uns ist nicht das, was Allah Azza wa Jal uns über sich berichtet hat, liebe Geschwister. Deswegen darf ein Muslim niemals vergleichen. Ein Muslim darf niemals zwischen sich und Allah subhanahu wa ta'ala vergleichen. Und das ist die Ayah, in der Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und das ist der Beweis, dass wir nichts vergleichen dürfen. Laysa kamithlihi shay. Nichts und niemand ist wie Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wenn Allah uns etwas bestätigt im Koran, dann glauben wir daran. Ohne aber zu vergleichen. Ohne aber das zu verneinen, obwohl Allah sagt, er hat das. Ohne aber umzuinterpretieren, dieses Wort könnte eine andere Bedeutung haben. Woher hast du das? Woher? Ohne zu sagen, nein, das lehne ich ab. Wenn du diese Grundregel beibehältst und es sind immer dieselben und dass du nicht nach dem Wie fragst, dann hast du keine Versuchung in deinem Kopf. Aber alle anderen haben deswegen die Versuchung im Kopf, weil sie selber mit ihrem eigenen Gehirn was? Denken. Sie wollen eine Sache ergründen, die wir verstehen oder nicht? Wir verstehen sie nicht. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns alles gesagt. Antwort? Nein. Allah hat uns das gesagt, was wir auch verstehen können. Alles andere. Wir vermögen dieses nicht zu verstehen. Und Allah weiß am besten, was er erschaffen hat. Und das, was er erschaffen hat. Allah weiß, ob er dieses oder jenes versteht, liebe Geschwister. Also halten wir fest, Allah subhanahu wa ta'ala hat sich über seinem Thron erhoben. Dass man sagt, Allah sitzt auf dem Thron, ist falsch. Und es gibt Lügner, und ich nenne sie so, und möge Allah subhanahu wa ta'ala sie recht leiten. Sie sagen, die Leute von den Salaf sagen, dass Allah sich auf dem Thron gesetzt hat. Wallahi, das ist eine Lüge durch und durch. Bei Allah, dem Herrn der Kaaba. Leider, sie sagen das so. Sie behaupten das über Sheikh Ibn Uthaymeen, rahimullah ta'ala, einer der Großgelehrten aus Saudi-Arabien. Er ist verstorben, möge Allah azza wa jal mit ihm barmherzig sein. Wallahi, er hat das nicht gesagt, liebe Geschwister. Aber warum behauptet man das über ihn? Um zu zeigen, diese Leute, die denken, Allah ist wie ein Mensch. Die wollen uns praktisch nur den Charakter geben, dass wir das Verständnis haben von wem? Von wem haben wir das Verständnis? Dass wir sagen, Allah ist wie sein Geschöpf praktisch. Und das hat er niemals gesagt und das ist eine Verteidigung. Und er braucht nicht verteidigt zu werden, denn er war einer der großen Gelehrten. Aber ich habe diese Verteidigung für diesen großartigen Gelehrten hier genommen, liebe Geschwister. Und manche Leute übersetzen das, indem sie sagen, Allah hat den Thron eingenommen. Eingenommen ist ebenfalls katastrophal und fatal. Warum? Weil wenn wir sagen, Allah Azza wa Jal hat den Thron eingenommen, dann bedeutet das, der Thron hat vorher wem gehört? Jemand? Anderem. Das heißt, jemand hatte den Thron, dann hat Allah ihn eingenommen von dieser Person, weil er vielleicht vorher Allah besiegt hat. Möge Allah uns bewahren. Seht ihr, wie katastrophal diese Übersetzungen sind? Die sind in Büchern vorzufinden. Aber ein Muslim, wenn er gefragt wird, was heißt Thumma stawa ala al-arsh, er hat sich danach, wie übersetzen wir das? Er hat sich, Hassan? Über den Thron erhoben. Er hat sich majestätisch über seinen Thron erhoben. Wie? Allahu ala. Vergleichen? Niemals. Weder Allah mit seiner Schöpfung, noch seine Schöpfung mit Allah. Eine andere Interpretation finden? Niemals.